Drei Monate auf Bonaire und dank Corona noch kein Ende in Sicht. Wir müssen uns noch etwas gedulden, denn die Ziele in unserer Umgebung sind dicht und die Wirbelsturmsaison ist noch nicht vorbei. Macht aber nichts, denn hier sind wir sicher und die Insel mit ihren speziellen Bewohnern gefällt uns immer noch super. Bei einem der besten Tauchplätze der Karibik wird das Eintauchen in die Fluten zum Pflichtprogramm. Unter Wasser scheint die Welt noch in Ordnung. Bis zur 60 Meter Wassertiefe ist die Küste in voller Länge Nationalpark und jeder Nutzer muss eine ein Jahr gültige Nature Fee bezahlen. Die rot-weiß gestreifte Taucherflagge ist allgegenwärtig. Und unzählige Schnorchelplätze mit klangvollen Namen laden zum Eintauchen ein. Vor der naheliegenden Nachbarinsel Klein Bonaire gefällt es uns besonders gut. Dorthin gelangen wir entweder mit unserer Anamera oder mit der Seacove von Gehr und Henk. Nach der Einweisung vom Profiteam folgt Driftschnorcheln. Mit einer kompetenten Unterwasserführung. Durch herrliche Korallengärten mit ihren faszinierenden Meeresbewohnern. Und ein Wasser so klar wie Glas. Während wir mit der Strömung driften, fährt die Seacow an uns vorbei, um uns weiter hinten wieder einzusammeln. Nach zwei ausgedehnten Schnorchelgängen werden wir mit leckeren Häppchen und Drinks verwöhnt. Eine geniale Infrastruktur macht den Tauchern das Leben leicht. Dafür haben sie es schwer mit ihrer Ausrüstung. Beispiel Florence und RW. Sie tauchen zum Wrack der Hilma Hooker runter, 30 Meter tief. Eine Erfahrung, die uns verwehrt bleibt, weil Annette keinen Druckausgleich machen kann. Doch wir machen kaum minder faszinierende Erfahrungen, dicht unter der Wasseroberfläche. Zu Fuß, mit Fahrrad, Auto oder unserer Anamera kommen wir zu Schnorchelplätzen, die sich über die gesamte Westküste verteilen und hervorragend beschrieben sind im Reef Smart Guide. Durch die gelben Markierungssteine wird der Zugang zu den Schnorchel- und Tauchplätzen angezeigt. Das Wasser ist bis zu 30 Grad warm und besitzt meistens eine große Sichtweite. Nur die wilde, dem Wind zugewandte Ostküste ist zum Schnorcheln und Tauchen ungeeignet.
Am Salt Pier tummeln wir uns zwischen den Konstruktionen der Pieranlagen, wo das Salz der Saline verladen wird. Während andere weiter unten ihre Bahnen ziehen oder sich krabbeln. Thousand Steps ist ein weiterer sehr beliebter Platz, zu dem wir sowohl auf dem Land- als auch auf dem Seeweg kommen. Mit etwas Glück ergattern wir eine Mooring und genießen die Atmosphäre, die am Nachmittag besonders schön ist. Eden Beach liegt gleich um die Ecke, direkt neben der Marina gelegen. Hier ist der Korallenbestand zwar eher bescheiden, dafür der Fischreichtum umso größer. Und wir fühlen uns wie im Aquarium. Mit einem romantischen Sonnenuntergang geht ein weiterer Tag im Divers Paradise zu Ende. 3 Monate haben uns Corona und die Wirbelsturmsaison schon auf Bonaire festgehalten. Nun würden wir gerne weiterziehen, wissen aber noch nicht, wohin die Reise gehen soll. Oder besser kann. Wir bedanken uns sehr fürs Zuschauen und empfehlen unser nächstes Video. Darin die letzten Wochen auf Bonaire und die Planung für die Weiterfahrt.